Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kontraband Police. Also bis zur Hälfte haben wir schon Fortschritte erreicht und wir machen weiter mit dem Geschichtsmodus. So, vorige Folge haben wir es nicht geschafft. Ja. Also, na, die Angreifer abzuwehren. Einzige, was wir geschafft haben, jemanden festzunehmen. Den lassen wir ruhig mal labern. Denn ich lasse die Leute kommen und ich düse mal schnell los in der Zeit mit dem Geld. Habe ich hier jemanden drin, ne? Außer, nö, dann kommt nur Zeug drin. Okay. Weil ich möchte mit euch schnell mal zum, muss ich mal gucken. Sägewerk nicht, Versteck auch nicht. Wir fahren erstmal Polizeistation und vor dort auch so zum Werkzeug-Dings. Okay. Machen wir es so mal. Was? Boah, ist das dein Ernst? Okay, warte. Dann mache ich es anders. Wenn ich so jetzt nicht los darf. Ja? Vor Arbeitsbeginn. Dann möchte ich hier wenigstens jemanden anrufen, der mich mal hier hilft. Genau, hier. Ruf Nachschub. Ruf den Polizeitransport. Oh, teuer. Aber Nachschub. Okay, ist der schon da? Oder muss ich noch warten? Nee, warten muss ich nicht. Gut. Jetzt kann ich auch direkt Munition kaufen. Und so ein Kram. Hallo. Hallo? Hallo? Ich will... Jetzt. Okay, was hast du? Was ist das denn für... Achso. Hab nicht richtig geguckt. Entschuldigung. Oh, Maschinengewehr hätte ich sehr gerne. Oder ein Gewehr. Die sind schon teuer, ne? Normalerweise kann man mit Pistolen ganz gut zurecht. Ich glaube, ich nehme mal Maschinengewehr. Kann ich das hier an ihm verkaufen? Nee, geht nicht. Okay. Und hole mir eine Menge Money. Ja. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern hier. Sorry für die Leute, die mehr sehen wollten. Aber ihr werdet mehr sehen. Indem ich euch zeige, wie es aussieht, wenn ich bewaffnet bin. Warte. Pistole, ja. Und das hier. Boah, geil. Endlich mal eine richtige Maschine. Gut, vorbereitet sind wir. Gott sei Dank. Halt. Ich muss mal den Zeug aus der Tasche loswerden. Wir fangen gleich an, ne? Wir fangen gleich an. Aber wenn die Tasche voll ist, ist die Tasche voll und da müssen wir ein bisschen, ne, helfen. So. Ganz normaler Tag, wie sonst immer, ne? Also ganz normal. So, pass auf. Erstmal den hier. So, mein Freund. Papiere. Oh, sehr vielen Dank. Sehr vielen Dank. Bitte einmal aussteigen. Oh, kein Problem. Okay. Wladimir Romanowitsch. Wladimir Romanowitsch. Okay, alles in Ordnung. Seriennummer 8520 1NY7 ist auch richtig. Dezember 81. Mai 81. Okay, ist auch richtig.
So. Fotos auch echt. So, Eno Kennzeichen. Müssen wir mal schauen. Jetzt schon? Ich bin noch gar nicht so weit. Ich habe noch keine Zustimmung gegeben. Oh, die Sonne hier. Okay, wir sind bereit. Wir sind sowas von bereit. Pass auf. Die rotzen mal sowas von nicht weg. Sag mal, ich habe zu wenig Munition gekauft, ne? Kann das sein? Ah, wenigstens habe ich davon hier noch. Hä? Fall doch einfach rum. Okay. Also wenn ich Munition brauche, brauche ich bloß nach links gehen, ne? Lebt er noch dahinter oder nicht? Okay, war nicht der Kopf. Was sagst du? Was? Granaten? Oh ne. Autsch! Das tat weh. Das tat völlig weh. Okay, ich gehe wieder an eine Front. Bleib jetzt liegen. Danke. Okay, nachladen. Deckung. Ist da jemand? Ist der letzte, oder? Au! Das tat weh. Einer ist noch. Zack. Yes. Wir haben den Angriff verhindert. 800. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich habe auch zu wenig Muni. Ich glaube, ich werde die Pistole behalten, aber das andere nochmal verkaufen. Ich schau mal, ob ich das kann, darf. Ada? Kann ich die Waffe wiedergeben? Irgendwie nicht so, ne? Hä? Da ist doch neue Munition. Okay, ich werde mal von ihm noch ein bisschen mehr von da nehmen. Neun. Na los, 10. Genau. So. Ja. Lief ja richtig. Super. So, Gewehrmunition, Maschinen. Bin ich doof? Habe ich jetzt falsche Munition gekauft? Oh nein. Und ich wundere mich, hä, keine Munition? Oh Mann, ey. Oh, das ist doch gemein. Sorry, aber muss ich ein bisschen mehr ausgeben. Jetzt habe ich genug Muni. Jetzt habe ich richtig genug Muni. Okay. Gut, dann lassen wir den nächsten rein. Hoffen, dass sowas nicht nochmal passiert. So. Hat ein bisschen gedauert, ja. Sorry an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz. Wem suchen wir? Weiß. Ja, der ist leider nicht mehr weiß. Ja, können Sie bitte aussteigen. Bitte einmal aussteigen. Ich möchte auch wissen, dass Sie nicht hier gleich abhauen, ne? Also, Papiere bitte. Okay, Gesicht stimmt schon mal. Bist du jetzt... Schluss jetzt.
Samir Dobralutus. Samir Dobralutus, ist richtig? Ja, Samir Dobralutus. Okay, ist auch richtig. A33J ist richtig. W7V7 ist auch richtig. Alles klar. Mai 81. Mai 81 ist noch gültig. Also du darfst noch durch und du bist Arbeiter. Gut. So, das ist schon mal die eine Sache. Die andere Sache ist, bist du so schwer oder nicht? Nö, passt. Auto, denke ich mal, müsste auch richtig sein, Name vom Auto. Varilla, 4x4, ja, ist auch richtig. Kennzeichen, REM, 5280LG, okay, haben wir. So, ich hoffe, du bist auch richtig sauber. So sauber wie noch nie. Und du bist United Rally. Okay. Sieht richtig sauber aus hier. Ja. Mhm. Ist hier irgendwas drin, was... nee, ne? Also sieht zumindest nicht so aus, als sei hier irgendwas. Nö. Okay, das haben wir. So, die Reifen genau anschauen. Weil wir wissen ja, das ist sehr versteckt, die Schlange. Gut. Sieht super aus. Er meckert auch nicht über seine Sitze. Finde ich auch gut. Das sieht auch super aus. Der hat nichts. Wow, ich habe hier endlich mal einen sauberen. Der nichts hat. Das freut mich. Echt. Den kann ich durchlassen. Das ist super. Er hat bestanden. Hat er irgendwas kaputtet? Nö, ne? Ist auch alles sauber, heile. Boah, cool. Hätte ich auch gerne. Da haben wir ihn. Gut. Er darf durch. Genehmigung. Alles sauber. Ich hau ab. Ja, hau du mal ab. So, jetzt kommt das Riesending hier. Riesenlaster. Oh mein Gott. Auch in Rot. Hm. War alles richtig bis jetzt. Kommt da noch was Weißes? Nö. Sorry. Ja, Kumpel, kannst du mal kurz aussteigen? Das ist mir ja schon hoch da, was du da machst. Also, ne? Passfoto, passt. Warte mal. Wollen ja nicht, dass sie abhauen, ne? So, pass auf. Idel, irgendwas. Isen Nalif. Nalif. Isen Nalif. Ach, das ist doch schon mal. Oh, nee. Alles ist richtig, bis auf diesen Fahrzeugschein. Der ist falsch. Oktober 80 ist abgelaufen. Oh mein Gott. Oh, 81 Juni. Reisepass ist noch gültig. So. PL1F. PL1F ist richtig. Passnummer, ja. So. Jetzt noch die Kilos hier bestimmen. Na los, mache jetzt mal. 5, 4, 3, 0. Ja, passt. Illich, 57. Ja, ist auch korrekt. So, und jetzt nur noch die Nummer. KXD 10. Ja, ist alles richtig, gut. Bis auf, ne? Nachname, Haltbarkeitsdatum. Also damit darf ich sie schon mal gar nicht durchlassen. So, dann überprüfen wir mal die Ware. Ich mach doch nur meinen Job. Nun beruhigen Sie sich doch mal. Ich muss doch kontrollieren, ob alles richtig ist. So, gucken. Schlange? Haben du irgendwo eine Schlange außer Platten? Okay, muss ich reinschreiben.
Kaputte Reifen, ein. Reg dich nicht so auf. Oder hast du irgendwas zu verbergen? Wenn du mich schon so aufregst. Hast du hier was zu verbergen? Ja. Okay, eine Seitendinger ist nichts. Und hier. Auch clean. Okay. Okay, hier ist auch clean. Was merkwürdig ist, weil er mir hier, ne, ganz schon auf den Kranz geht. Ist auch clean. Und hier auch. Oder? Ja. Clean, cleaner, clean geht's gar nicht. So, dann wollen wir mal hier. Was sagt die Toilette? Nüscht. Was sagen die Kühlschränke? Nüscht. Ja. Nix. Öfchen. Habt ihr Schlangen? Nein. Nein. Okay. Seife ist auch in Ordnung. Keine Schlange. Nichts. Nianta. Null. Ist auch nichts. Okay. Keine Schlange hier nirgendwo. Gut, dann kann ich das hier noch alles aufschreien. La 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 la. So. Warum dauert das so lange? Ja, ne? Nicht stressen. Bring mal wieder alles rein, dass ich den zurückschicken kann. Weil Einreiseerlaubnis hat er schon gar nicht mehr. So, und dann kontrollieren wir mal das Ganze. Gasherd 3-mal, stimmt. Düngermittel 16-mal. Ja, stimmt auch. Benzinfass 1-mal. Ja. Seife 1-mal. Ja. Kühlschrank 2-mal. Ja. Toilette 1-mal. Ja. Okay, das stimmt schon mal alles, aber mit diesem Fahrzeugschein darf ich sie nicht durchlassen. Oder was war das nochmal falsch? Nee, warte mal. Irgendwas war falsch, ne? Hier. Name und Nachname. Bei was? Edil. Ja, statt Edil heißt er Edil. Beim Fahrzeugschein. Das ist schon mal falsch. So. Und Haltbarkeitsdatum für Einreiseerlaubnis ist auch schon mal abgelaufen. Ne? Sie wissen Bescheid. Kommen Sie wieder, wenn alles richtig ist. Nee, ich mache keinen großen Fehler. Sie haben nur Einreiseerlaubnis überschritten. Ja. Da müssen Sie jetzt durch. Ob Sie wollen oder nicht. Mein Gott, Auspuff von der Seite statt von hinten. Ist ja ekelhaft. Ist ja schon mal richtig gemacht. So, dieses Mal dürfte mir ja keiner überraschen mit, na, mit Schießen hier. Okay. Bitte aussteigen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie aussteigen. Dankeschön. So, Foto stimmt. Ach, geht doch schon wieder los, ja? Mit falschen Namen. Wollen Sie hier... Ja, das ist auch falsch. Was ist denn hier los? 81, 81 ist gültig. 6Y4M. 6NS4. Ja, das stimmt auch alles. Passnummer. Gepäck 5-mal hat er. Einfach noch unbegreiflich, ja? Der jammert doch bestimmt gleich um seinen Sitz und bla und bli und blub. Madre Iliost.
Dich jetzt reicht sie aber. Werd mal nicht frech. So, Zavet. Stimmt das Fahrzeug, Zavet? Yep. Stimmt sogar. Wenn ich das. Ja. Und die Kilo. Ach, hätte ich danach machen müssen. Okay. Ich schau mal, ob sich hier irgendwas verbirgt. Sich. Schlange. Bist du hier irgendwo? Schlange. Ich warte. Ich suche dich, Schlange. Bist du Schlange hier? ASM 650. Ja, stimmt. Okay. Keine Schlange. Auch im Sitzen nicht, ja? Da? Der war mir klar. Das war mir doch klar, dass er das sagt, ne? Und tatsächlich hat er nichts. Er hat gar nichts hier. Aber ich guck gleich in der Ware rein. Ich glaube nicht, dass alles gleich so nix ist. Nichtsdestotrotz guck ich trotzdem rein. Okay. Der hat immer mal Glück gehabt. Ich dachte, der hat hier irgendwas. Aber nö. Ist ganz normaler Typ, der nicht verstanden hat, dass Nachname falsch ist. Gepäck habe ich schon gemacht. Ja, sind genau 5. Gut. Wachmeister, bitte einmal reinbringen wieder. So. Nachname beim Reisepass und beim Fahrzeugschein komplett versagt. Also damit dürfen sie hier schon mal gar nicht hier durch. Tja, überprüf deinen Namen. Dann dürftest du durch. Aber die Namen sind falsch. Die müssen korrekt sein mit ihnen. Okay, was machen wir den nächsten Run hier? Er zeigt noch nicht mal gewogen. Ah, egal. War schon richtig. Zeig doch. So. Der mit die Toiletten. Stellen Sie bitte einmal aus. Also weißes Fahrzeug ist nicht dabei. Mist. So, Papiere bitte. Okay, das fällt mir sofort auf. Foto schon mal falsch. Leo Bondar. Halt mal deinen Mund. 8N12 FB. Aha. Clever, ne? Dezember und Mai 81 ist noch gültig. Oh Gott. Was machst du? Okay. Guck mal nach der Gewicht hier. Maximal Gewicht, okay. Varilla. Ups, also mal gucken. Ist das auch wirklich eine Varilla oder nicht? Varilla. Da. Ja. Türk Standard. Türk Cabrio. Hä? Ja, okay. Okay, Kennzeichennummer. Wo zum Teufel ist deine Kennzeichennummer? Da. CBT. 3468TG ist auch richtig. Gut. Der Name ist aber falsch. Du bist ja Akaristan und dein Foto ist auch falsch. Du bist nicht Leo Bonda. Du bist jemand anders. Du bist aber nicht Leo Bonda. Ah. Wird man nicht aggressiv, ja? Ich tue nur meine Pflicht. Kaputtes Fahrzeug. Hier, Reifen. Du darfst da schon mal sowieso nicht durch. Aber ich muss trotzdem kontrollieren, ob du hier irgendwas hast.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nix, das ist meine Pflicht als Grenzschützer. Also geh mir nie auf den Sack und sag mir nie, was ich zu machen hab. Gut, du hast nichts bei. Dann schaue ich jetzt mal hier. Ja, der Tag ist schon vorbei. Okay, Toilette ist auch nichts. Und angeblich drei Toiletten. Wo ist die dritte Toilette? Freund Blase. Gut, der Tag ist gelaufen. Den lasse ich nie durch. Kannst wieder gehen. Mit deinen drei Toiletten. Ja, sag mir doch, wo deine dritte Toilette ist. Hat hier unser Arsch gekniffen oder was? Ich hoffe, da wirklich eine Schlange. Der Dude ist, ich wurde befördert. Ich war ganz sprachlos. Ganz sprachlos. Wie konnte ich das jetzt nur hinkriegen? Das, ja, meine Lieblingshose. Ich liebe Akaristan. Hm, das bezweifle ich. Ganz stark. Okay, ja, ich sollte mal demnächst verkaufen, ne? So, das war dieser Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Nein, stopp. Raus aus den Fehlern. Ja, machen wir nächste Folge. So, das war's dann erstmal für diese Folge. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Konterband-Pullis auf meinen Kanal mehr zu verpassen. Ab 20 Uhr abends. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.